Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir haben ja unseren letzten Mordfall aufgeklärt und ich habe eigentlich Lust, noch einen zu machen. Ich würde sagen, da gehen wir auch direkt hin. Vorne ist nämlich noch einer. Das ist ja doch relativ ein Stück weit. Kann ich hier hoch? Ja, easy. So, wie viele Meter sind das weg? 250, so in den Dreh. Na gut. Gucken wir mal, was uns dort erwartet. Bei dem Mordfall. Es ist ja... Ach, da ist der komische Sack bestimmt da. Genau. Ups. Der Arno ist heute wieder in Kletterlaune, habe ich so das Gefühl. Zack. Ja, das ist da hinten. Ja, scheiß drauf. Da ist eh nichts Besonderes dabei. Ah. Komm mal her, du. Ratte. Eingesackt, den Jungen. Dann schwimmen wir schnell rüber. Schnell ist natürlich wieder relativ gesehen. Genau, das ist der Sack. Gucken wir uns die mal an. Auflösung des Mysteriums um einen mit Knochen gefüllten Sack. Im Sack befinden sich mehrere Knochen sowie ein menschlicher Schädel mit einem Goldzahn. Hier ist ein Typ, der bestimmt was zu erzählen. Erzähl mal. Ich habe einen Beutel im Schlamm gefunden. Seht ihr? Ein Goldzahn. Ich kenne nur einen Mann mit Goldzahn. Er lebt mit seiner Tochter in der Rue de la Berry, Nummer 5. Okay. Können wir mit dir noch quatschen? Was, ein Goldzahn? Davon sieht man nicht viele. Da ist ein Wirt ganz in der Nähe, in der Taverne du Chien qui boit. Wäre nicht schön, wenn er tot wäre. Okay, hier haben wir alles ab. Dann gehen wir erstmal die 100 Meter. Hopp, hopp. Na, wie weit ist denn das weg jetzt? Klettert er denn auch halt schon wieder lang? Kann er jetzt hier hoch? Ja. Arno, manchmal frage ich mich, ob es da ein bisschen bei dir aussetzt. So. Da nicht. Hier ist eins. Hä? Noch mehr als. Hä? Okay, gehen wir erstmal hier hin. Egal. 200. Ach ne, das ist hier. Das ist der Wirt mit den Goldzahn, oder? Was darf sein? Goldzahn? Ja, der vordere hier. Bin verdammt stolz drauf. Den echten haben sie mir bei einer Prügelei ausgeschlagen. Okay, gut, der hat seinen noch. Also lebt er noch. Psst, hier. Ach, was geht hier? Leute, ich habe gerade den Bürger gerettet. Na gut, dann. Ja, dann tut's mir leid, dann müsst ihr leider auch dran glauben. 6 Schauplätze hat das Ganze. Ja, das ist. Hier. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Goldzahn. Ist einfach nur ein beschissener Goldzahn. Aber mal gucken. Vielleicht hat seine. Hat die Tochter ja noch irgendwas zu erzählen. Was wichtig wäre. Zack, zack, hochgekraxelt. Ja. Na gut, es geht eleganter. Meter noch und dann sind wir da. Ach, das ist dieses Haus hier. Hier waren wir schon bestimmt 1000 Mal.
oben, oder? Ist es oben? Ja, ist oben. Hier ist das. Bella, hör mich an. Du darfst so nicht weitermachen. Jamie, er ist seit Tagen fort. Was soll ich tun? Seit Tagen fort. Ey! Beißt mich nicht raus, Freund. Glaube. Was haben wir hier? Wir haben hier Bella. Ich bin ihre Großmutter, Gott segne sie. Ich bin zu schwach zum Einkaufen. Ihr Vater erledigte das. Ich gab ihm eine Liste und schickte ihn los, ein paar Dinge zu besorgen. Ich erinnere mich nicht an jeden Punkt auf der Liste, aber vom Händler unten auf der Rue de Lombard wollte ich ein paar Dinge. Okay. Bellas Haus, Brief von Jamie. Brief von Jamie an Bella. Alter, jetzt taucht dann jemand auf, wo ich lesen will. So. Du weißt um meine tiefe Liebe zu dir. Jeder Atemzug ist ein Seufzer mit deinem Namen. Ich bin auf ewig dein, was uns auch im Wege steht. Der Absender ist Jamie MacArthur Oberin. Okay, okay. Ich bin ihre Großmutter, Gott segne sie. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ich bin zu schwach zum Einkaufen. Ihr Vater erledigte das. Ich gab ihm eine Liste und schickte ihn los, ein paar Dinge zu besorgen. Bellas Vater verließ vor 3 Tagen das Haus, um ein paar Einkäufe zu machen und kam nie wieder. Großmutter macht mit ihm immer eine Liste mit Erledigungen. Okay, das ist Bella. Was soll ich nur tun? Ich schlafe nicht, ich esse kaum. Mein Vater ist verschwunden. Man erkennt ihn leicht. Er ist groß, hat vorne einen Goldzahn. Er kann sehr streng sein, aber er meint es immer gut mit mir. Okay, dann ist der Tote definitiv ihr Vater. Frage ist nur, ob wir das erzählen. Die wird die niemals umgebracht haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Also die nicht. Mann. Was haben wir hier? Oh ja, der Mann mit dem Goldzahn. Der kam vor ein paar Tagen vorbei, kaufte Schuhe und Kleinkram. Danach wollte er zu einem Metzger, bei dem er noch nie war. Hat mich gefragt, wo er ihn findet. Seine Liste hat er vergessen. Liste? Geschäftsliste von Besorgungen. Was haben wir denn da? Lederschuhe, Kleidung, Pinsel. Weiter. Lederschuhe, Kleidung. Und kein Geschäftsinhaber. Lederschuhe, Kleidung, Pinsel, Gemischtwarenladen, bla bla. Im nächsten Eintrag geht es um eine Schlachterei, aber die Adresse wurde durchgestrichen. Mit anderer Handschrift ist zu lesen: Würstchen, Schlachterei, Quaide, Magisere. Aha. Ist ja interessant. Dann ist das doch hier, oder? Die Schlachterei. Ist das die Schlachterei? Fünf Hinweise. Ob ich die finde. Vorne ist ein Sack. Ähnelt dem Sack am Ufer, enthält Schweineknochen. Hm? Was ist mit dem hier? Ich muss eine Weile weg gewesen sein. Mächtig was auf den Kopf gekriegt. Ein Kerl kam rein. Dachte, er wäre ein Kunde. Dann ging er auf mich los. Er trug eine Kutte wie ein Händler mit einem Dreispitz. Oh, und er hatte einen komischen Akzent. Vielleicht schottisch. Okay. Schlachterei, Schlachtblock. Einige Hackmesser und schmutzige Schürzen. Hier, blutiger Eimer. Na los, ich kann das doch nicht lesen. Voller halb zermahlener Organe, vermutlich die eines Tieres. Ja, vermutlich, aber ganz sicher ist es nicht, ne? Was haben wir da? Schlachterei, kleiner Sack.
Enthält ein paar Lederschuhe für Frauen, ein paar Kleiderstücke und andere Kleinigkeiten. Der war definitiv hier. Okay. War jetzt so gut. Wird die noch weg? Könnten den beschuldigen? Oder? Ein Schauplatz fehlt. Spitzhut. Sollten ja einer mit einem Spitzhut sein. Das ist da. Hier. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Wir brauchen Hilfe. 6. Also eine Dings fehlt. Wo haben wir noch nicht erkundet? Da bei 100 noch was, ne? Also bei 200. Da waren wir noch nicht. Mann mit Spitzhut und Kutte. Die hat Händler ausgegeben. Muss ich doch nochmal gucken dann. Spitzhut und Kutte. Ich dachte mir gerade äußerst gar nichts, wenn ich ehrlich bin. So ist das Sperrgebiet. Na gut. Ups. Hier war der 65, ne? Tell die Wheel. Da waren wir noch nicht. Nee, wir waren hier noch nicht. Sollen wir noch eins hoch, oder? Sieht zumindest so aus. Na, gucken wir mal noch eins hoch. Hier müsste es jetzt sein. Oder? Ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Kann doch sonst wo sein. Ach, jetzt. Okay, dann gucken wir uns hier um. Was gibt's hier? Da ist ein Brief. Eine Reihe von Liebesbriefen von Bella an Jamie. Ich liebe dich so sehr, aber ich bin verzweifelt. Mein Vater will unsere Verbindung einfach nicht zustimmen. Okay. Und Bella an Jamie. Muss er dann noch hier weiter oben sein, oder? Hallo? Kann ich euch irgendwie helfen? Oder könnt ihr mir irgendwie helfen? Wir schauen mal. Noch weiter hoch? Glaube ich nicht. Da ist noch was. Halt. Runter. Ja, geh einfach runter. Geh doch einfach runter, Mann. Da ist doch was. Lass meine Tochter in Frieden, dein Umwerben ist unerwünscht. Bella hat etwas Besseres verdient. Sie wird mit Sicherheit keinen lächerlichen Schotten heiraten. Ich verbiete, dass du sie wieder siehst. Okay. Also ist es... der Vater. Oder? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Gut, wir gucken nochmal die Schauplätze ab. Also der eine hat mir einen draufgehauen, hat sich als Händler dann ausgegeben. Ich will das jetzt wissen. Das ist der Wirt, der war es definitiv... Oder war es der? Spitzhut? Hat keinen Spitzhut. Hat auch keinen Akzent. Spitzhut-Akzent. Halt hier das Sperrgebiet.
Nehmen wir mal alle Schauplätze durch. Dann... Ja, wir müssen jetzt den Täter finden. War es der Vater? Könnte es der Vater gewesen sein? Andere fallen eigentlich gar nicht. Andere gehen gar nicht, glaube ich. Es könnte auch der Ladenbesitzer da gewesen sein, der gesagt hat, er hat die Liste vergessen, aber welches Motiv hätte er? Ja, war es definitiv nicht. Oh ja, der Mann mit dem Goldzahn. Der kam vor ein paar Tagen vorbei, kaufte Schuhe und Kleinkram. Danach wollte er zu einem Metzger, bei dem er noch nie war. Hat mich gefragt, wo er ihn findet. Seine Liste hat er vergessen. Oh, der war es nicht. Kann ich auch gar nicht beschuldigen. Okay, dann ist der Fall klar. Der Vater. Was ist denn hier schon wieder Phase, ey? Freunde, nicht während meiner Schicht. So, da fadern. Das ist nicht in Ordnung. Meint ihr eine Tochter schützen? In allen Ehren? Aber nicht so. Was soll ich nur tun? Ach, das war gar nicht. Ich schlafe Quatsch. Nicht. Ich esse kaum. Der hat den Vater umgelegt. Und er war's. Bellas Vater verließ vor 3 Tagen das Haus, um ein paar Einkäufe zu machen. Und ja. Wieder. Großmutter macht mit ihm immer eine Liste mit Erledigungen. Ja, komm, Freundchen. Ich weiß Bescheid. Ja, ich hab Hackfleisch aus ihm gemacht. Hat er verdient. Der alte Griesgrab. Ich weiß Bescheid, Junge. Mich verarschst du nicht. Ich hab alle Puzzlestücke gefunden. Geht's gut. Zwar nicht für den Typen, der abgemorxt wurde, aber für mich. Ich hätte euch genauso zu Haggis machen sollen. Ja, dann versuch's doch. So, wie sieht's aus, ja? Hat ihn zerstückelt, was? Schlimme Sache. Gut, such doch eine Waffe aus. Der mit seinen Waffen. So, Le Dol Bollier. Haben wir es geschafft? Schön! Aber Leute, ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Die machen wir noch schnell weg hier, die zwei. Hallo! Böse. Das ist bestimmt eine Narbe. Wo war ich denn geblieben? Ach ja, schön, dass ihr zugesehen habt. Freut euch auf die nächste Folge. Haut rein, bis dann. Tschüss.